Hi, mein Name ist Henry Di Niere und heute erkläre ich euch die Ernährung bei der Hämodialyse. Die Nieren sind paarig angelegte, bohnenförmige Organe, welche sich links und rechts neben der Wirbelsäule befinden. Die Nieren filtern das Blut. Wasser und Elektrolyte werden rückresorbiert und Abfallprodukte werden über das Nierenbecken in die Harnleiter zur Harnblase abtransportiert. Die Filterfunktion übernehmen Millionen von Nephronen. Dies erlaubt die Wiederaufbereitung unseres Blutes. Kann ich meine Aufgabe als Filterstation nun nicht mehr erfüllen, so muss eine Dialysebehandlung die Ausscheidungs- und Entgiftungsfunktion von mir übernehmen. Aber wie funktioniert jetzt die Hämodialyse? Damit das Anschließen an das Dialysegerät schnell und unkompliziert erfolgen kann, muss ein sogenannter Dialysesschand gelegt werden. In diesen Schand wird bei der Dialysebehandlung eine Nadel gelegt, über die das Blut fließen kann. Das Blut des Patienten gelangt also über ein Schlauchsystem in den Dialysator. Dort wird es in einem Filter mit Dialyseflüssigkeit gereinigt. Nach der Reinigung wird das Blut wieder in den Körper zurückgeleitet. Die Hämodialyse erfolgt meist dreimal pro Woche für durchschnittlich 4 bis 5 Stunden. Durch die Dialyse gehen Aminosäuren und Proteine unmittelbar verloren. Zusätzlich gilt es bei Dialysepatienten, auf eine ausreichende Energiezufuhr zu achten, weil häufig Appetitlosigkeit und Erbrechen auftritt. Das ist Herr Müller. Herr Müller wiegt 70 Kilo und ist Hämodialysepatient. Der Gesamtenergiebedarf für Hämodialysepatienten beträgt 30 bis 35 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Für Herrn Müller würde das nun bedeuten, dass er ungefähr 2300 Kilokalorien pro Tag an Energie benötigt. Aber was bedeutet das hinsichtlich der Lebensmittelmenge, die Herr Müller nun täglich essen soll? Über die Dialyse gehen Aminosäuren verloren. Deshalb haben Dialysepatienten einen erhöhten Eiweißbedarf, da ansonsten die Muskulatur vermehrt abgebaut wird und die Infektionsanfälligkeit steigt. Wird zu viel Eiweiß aufgenommen, fallen vermehrt Giftstoffe aus dem Eiweißabbau an, wodurch die Dialysebehandlung eventuell verlängert werden muss. Die Eiweißzufuhr beträgt bei Hämodialysepatienten ca. 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Zur Deckung des Bedarfs sollte biologisch hochwertiges Eiweiß verzehrt werden. Daher sollte die Hälfte der Eiweißzufuhr aus tierischen Nahrungsmitteln stammen, wie zum Beispiel Eier, Fisch, Fleisch, Käse und Milch. Aber Achtung! Eiweißreiche Lebensmittel enthalten oft viel Phosphat. Das Phosphat kann durch fehlende Nierenfunktion nicht ausgeschieden werden, wodurch es zu Verkalkungen der Gefäße und Organe, Abnahme der Knochendichte, Juckreiz sowie Kopf- und Muskelschmerzen kommen kann. Um trotzdem genug Eiweiß aufzunehmen und gleichzeitig den Phosphatspiegel möglichst gering zu halten, hilft der Phosphor-Eiweiß-Quotient bei der Lebensmittelauswahl. Dieser Quotient gibt das Verhältnis Phosphat zu Eiweiß an.
Je niedriger der Quotient ist, desto besser eignet sich das Lebensmittel als Eiweißquelle. Günstig sind Nahrungsmittel mit einem Phosphor-Eiweißquotient unter 15. Vorsicht, Phosphat als Zusatzstoff in Lebensmittel. Hier sieht man die unterschiedlichen E-Nummern. E341 bedeutet Calciumphosphat. Mit Hilfe von Phosphatbänder kann die Phosphataufnahme medikamentös verhindert werden. Wichtig dabei ist, dass die Phosphatbänder direkt zu den Mahlzeiten eingenommen werden und an den Phosphatgehalt der Lebensmittel angepasst sind. Um die Phosphatwerte in Lebensmitteln richtig einschätzen zu können, dient das Phosphateinheitenprogramm als Hilfestellung. Nun erkläre ich euch ein Beispiel, um die Phosphateinheiten richtig abschätzen zu können. 100 Gramm grüner Bohnen enthalten 0 PE, 200 Gramm Bratkartoffeln enthalten 1 PE und 150 Gramm gekochtes Rindfleisch enthält 3 PE. Entsprechend dieser Berechnung wird die Dosis angepasst. Das sind viele Infos. Wie kann ich das Ganze bloß umsetzen? Hier sieht man einen Frühstücksteller, welcher sehr phosphatreich ist. Tauscht man das Vollkornweckerl mit einer Semmel und den Hartkäse mit einem Weichkäse aus, kann bereits viel Phosphat eingespart werden. Auch Milch hat einen hohen Phosphatgehalt. Um diesen zu minimieren, den Geschmack aber beizubehalten, kann Milch durch ein Oberswassergemisch ersetzt werden. Wichtig dabei ist das Verhältnis, ein Teil Obers und drei Teile Wasser. Im nun folgenden wird der Schwerpunkt auf die Flüssigkeit gelegt. Unser Körper besteht aus bis zu 60% Wasser. Er benötigt Wasser als Lösungs- und Transportmittel für die Ausscheidung von giftigen Substanzen und für die Regulation des Wärmehaushalts. Bei Hämodialysepatienten können Dehydrationen und Hyperhydrationen auftreten. Bedeutender ist die Hyperhydration, da die Betroffenen aufgrund einer Ausscheidungsstörung Wasser in ihren Körper ansammeln. Die Flüssigkeitszufuhr hängt daher von der Restnierenleistung ab. Damit Entgleisungen des Wasserhaushaltes vermieden werden können, gibt es Empfehlungen. Die Empfehlungen zur Flüssigkeitszufuhr lauten 500 ml Flüssigkeit plus Restdiurese pro 24 Stunden und des Weiteren ist es von der Gewichtszunahme abhängig. Bei der Hämodialyse kommt es zu einer Flüssigkeitseinschränkung. Diese kann in mäßig oder streng unterteilt werden. Bei einer mäßigen Flüssigkeitseinschränkung müssen Getränke, Suppen, Kompottsaft berechnet werden. Bei einer strengen Flüssigkeitseinschränkung müssen auch flüssige Milchprodukte, Soßen, Obst und Gemüse, Speiseeis und Sorbet berücksichtigt werden. Hier noch ein paar Tipps. Kommen wir nun zum Kochsalz. Kochsalz spielt eine wesentliche Rolle bei der Verteilung von Flüssigkeit im Körper, bei der Blutdruckregulation, im Säure-Basen-Haushalt sowie für die Enzymaktivitäten, Membranpotenzial und damit für die Signalweiterleitungen. Die Kochsalzzufuhr sollte auf ca. 5 bis 6 Gramm oder 1800 bis 2500 Milligramm Natrium pro Tag beschränkt werden. Das Kochsalz enthält Natrium, welches Wasser im Körper bindet und die Bildung von Ödemen fördert. Neben einer Blutdruckerhöhung macht Kochsalz auch durstig. Kochsalz findet sich vor allem in verarbeiteten Lebensmitteln. Zu bevorzugen sind frische Lebensmittel, da diese einen niedrigen Kochsalzwert aufweisen. Nach ca. 3 Wochen
passt der Körper seine Geschmacksempfindungen an und der Eigengeschmack der Speisen wird intensiver wahrgenommen. Versteckte Kochsalzquellen sind vor allem Wurst- und Fleischwaren, Käse, Fertiggerichte, Brot und Gebäck, Knabbergebäck, Kräuter- und Gewürzmischungen mit Salz und Fischwaren. Hier noch ein paar Tipps. Zum Schluss noch den Mikronährstoff Kalium. Kalium ist für die Erregbarkeit der Muskel- und Nervenzellen verantwortlich. Um den Kaliumgehalt im Blut konstant zu halten, produziert die Niere das Hormon Aldosteron. Die Ausscheidung erfolgt zum größten Teil über die Niere. Der Rest wird über Stuhl, Speichel und Schweiß ausgeschieden. Kalium ist ein wasserlöslicher Stoff und ist in allen pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln in unterschiedlichen Mengen enthalten. Warum müssen Hämodialysepatienten auf ihre Kaliumzufuhr achten? Durch die verminderte Nierenbelastung kommt es zu einem Rückgang der Urinausscheidung und dadurch steigt der Kaliumspiegel im Blut an. Steigt der Kaliumspiegel im Blut zu hoch an, kommt es zu einer Hyperkaliämie. Die Empfehlungen richten sich nach dem Serum-Kaliumgehalt im Blut. Je nach Serum-Kalium ist eine Zufuhr von 2000 bis 2500 Milligramm oder 1600 bis 2000 Milligramm pro Tag empfohlen. Die Kaliumaufnahme lässt sich durch gezielte Lebensmittelauswahl, eine Mengenbegrenzung sowie spezielle Zubereitungsarten reduzieren. Vor allem Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte haben einen hohen Kaliumgehalt. Da in den folgenden Lebensmitteln besonders viel Kalium enthalten ist, sollte man diese bei einer Hyperkaliämie meiden. Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und daraus hergestellte Produkte, aber auch Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Schokolade sowie Kartoffeln, Pilze und kaliumhaltiges Salz. Zusätzlich kann die Ausscheidung von Kalium auch medikamentös gefördert werden, zum Beispiel mit Hilfe von Kationenaustauschern. Aber ich esse doch so gerne Karotten. Keine Angst, Herr Müller. In kleinen Mengen können Sie Ihre geliebten Karotten auch weiterhin ab und zu essen. Bei der Zubereitung sollten Sie jedoch eine spezielle Zubereitungsmethode, das sogenannte Kaliumausschwemmen, anwenden. Wie das genau funktioniert, zeigen wir Ihnen in der Küche. Die Karotten waschen und in kleine Stücke schneiden. Wichtig dabei ist, dass die Karotten in fünffacher Wassermenge gekocht werden. Die Karotten mit Wasser in einen Topf geben. Vorteilhaft ist, dass Kalium sehr gut wasserlöslich ist. Daher kann man mit Hilfe dieser Methode den Kaliumgehalt einzelner Lebensmittel sehr gut senken. Da sich nach dem Kochvorgang das Kalium im Kochwasser befindet, ist es unbedingt erforderlich, dieses, nachdem die Karotten gar sind, zu verwerfen. Nun können die Karotten gegessen oder wie gewohnt weiterverarbeitet werden. Die Zubereitungsarten dämpfen, dünsten, braten und frittieren eignen sich nicht, da dadurch das Kalium im Lebensmittel weitgehend erhalten bleibt. So zum Beispiel könnte ein Tagesspeiseplan für Sie, Herr Müller, aussehen. Zum Frühstück: Brot mit Margarine und Marmelade, dazu eine Tasse Kaffee. Für den Vormittag ein Joghurt mit einem Apfel. Für das Mittagessen ein Putenfilet mit Reis und Karotten. Am Nachmittag könnten Sie dann eine Biskuitroulade und dazu eine Tasse Kräutertee trinken. Semmel mit Kräuteraufstrich und Gurkenscheiben gäbe es für das Abendessen und für die Spätmahlzeit ein Milchbrötchen mit Pflanzenmargarine. Nun weiß auch ich Bescheid, wie viel ich am Tag essen muss, um optimal versorgt zu sein. Das war Kapiere die Niere, ein Lehrvideo des Studiengangs Diätologie in Kooperation mit Skill.
Nun sehen Sie die jungen und kompetenten Menschen, die dieses Videoprojekt realisiert haben. Wow, das sind aber viele Namen. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henry. Und dann ist es aus.